بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht, wo wir inshallah weitermachen möchten mit Surat At-Talaq, welche wir letzte Woche begonnen hatten und wo wir nur zu einer Einleitung und zur ersten Ayah gekommen sind. Heute inshallah ta'ala wollen wir uns mit dem zweiten Teil beschäftigen. Wir hatten ja von vornherein gesagt gehabt, dass wir inshallah ta'ala die Surah in drei Teile aufteilen werden. Und vielleicht nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Surat At-Talaq ist eine rein medinensische Sura. Das heißt, eine Sura, welche in der Zeit nach der Hijra, nach der Auswanderung unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam offenbart wurde. Und es ist eine Sura, die aus 12 Ayat besteht und in der es, wie es der Name der Sura schon sagt, um ein wichtiges gesellschaftliches, familiäres Thema geht. Nämlich um die Scheidung. Und zwar um die Scheidung seitens des Ehemannes. Wir hatten gesagt gehabt, dass man die Scheidung grundsätzlich in drei Kategorien unterteilen kann. Welche waren das nochmal gewesen, diese drei Kategorien? Ja? Durch den Ehemann, das nennt man dann was? Talaq. Also er lässt sie frei. Talaqa, er lässt sie gehen. Ja, von Talaq. Talaq ist sozusagen jemanden freilassen. Ja. Die zweite, Khula. Khula. Auf Deutsch aushebeln. Aushebeln. Und ist dann seitens der Frau, dass sie sagt, okay, ich gebe dir meine Brautgabe, die ich von dir erhalten habe, als Beispiel zurück. Und dafür sprichst du den Talaq aus. Dann seitens was? Der Frau. Und dann die dritte? Ja? Richter, wie nennt man das? Fasch. Ja? Durch einen Richter. Ja? Oder auch, dass es sozusagen automatisch aufgehoben wird, dadurch, dass beispielsweise die Ehe überhaupt erst gar nicht gültig war. Als Beispiel. Das nennt man dann was? Fasch. Auseinanderreißen. Das nennt man was? Fasch. Auseinanderreißen. Und dieser Sura beschäftigt sich mit der Frage des Talaqs. Das heißt, dass der Mann hier die Scheidung ausspricht. Und er geht hier auf die Rechte der Frau ein, welche sie hat bei der Scheidung. Also diese Sura ist in erster Linie herabgesandt worden, damit die Männer nicht mit dem Talaq spielen können. Und das veranlasst uns noch einmal zu einem ganz wichtigen Aspekt, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Ahkam herabgelassen hat, diese Normen und diese Ayat herabgelassen hat, damit der Muslim auch ganz klar die Grenzen Allahs kennt. Es gibt immer wieder Menschen, die spielen mit dem Gesetz. Und wir hatten das letzte Mal gesagt gehabt. Das Gesetz besteht aus Regeln. Aber da geht es nicht immer um moralische Fragen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt hier ganz klar auf, was der Sinn und Zweck eigentlich dieses Talaqs ist und was die Rechte der Frau sind und wann ein Mann seine Grenzen überschreitet und somit auch eine Grenze Allahs überschreitet und sich verantwortlich macht vor Allah subhanahu wa ta'ala für dieses Unrecht, was er gegenüber seiner Ehefrau begangen hat. Und ich lese hier noch einmal die erste Ayah vor, welche wir letztes Mal schon behandelt hatten. Ya ayyuhan Nabi, o Prophet, إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. Wenn ihr euch von Frauen scheidet, dann scheidet euch von ihnen auf ihre Wartezeit hin. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. Und berechnet die Wartezeit und fürchtet Allah euren Herrn. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Weist sie nicht aus ihren Häusern aus. Sie sollen auch nicht selbst ausziehen, außer sie begehen etwas klar Abscheuliches.
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ Dies sind die Grenzen Allahs. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ Und wer die Grenzen Allahs übertritt, der fügt sich ja selbst Unrecht zu. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا Du weißt nicht, vielleicht führt Allah danach eine neue Lage herbei. Wir hatten diese Ayah besprochen gehabt und aufgezeigt gehabt, wie Allah subhanahu wa ta'ala hier Regeln, die er festgelegt hat, als eine Art Gebot, eine Art Gesetz, was nicht überschreitet werden darf, verbindet mit dem Iman, mit dem Glauben, verbindet mit der Gottesfurcht, dass ich als Muslim von mir aus die Grenzen Allahs einhalte. Ich brauche überhaupt keinen Richter, ich brauche überhaupt niemanden, der an meiner Seite steht und mir sagt, du musst das oder jenes tun. Sondern ich weiß, Allah subhanahu wa ta'ala wird am jüngsten Tag über mich richten und deswegen halte ich mich daran. Weil ich kann vielleicht einen Richter in der Dunya anlügen. Ist gar kein Problem, machen sehr, sehr viele. Sie lügen einfach vor Gericht. Kommt immer wieder vor, gerade wenn es auch um Familienangelegenheiten geht. Ganz normal, dass der Mann oder die Frau lügt, um sich somit einen Vorteil zu verschaffen oder dem anderen etwas auszuwischen. Nur derjenige, der weiß, dass es ein Gericht nach dem Tod geben wird, der weiß ganz genau, dass er jeden Richter in dieser Dunya belügen kann, aber niemals den Richter nach dem Tod, nämlich Allah. Allah Ta'ala, er ist der Richter, den man nicht belügen kann. Und das sollte einem Muslim eigentlich ausreichen. Und deswegen verbindet Allah subhanahu wa ta'ala hier genau diesen Aspekt des Gewissens, dass ich als Muslim ein ausgeprägtes Gewissen habe, weil ich weiß, Allah schaut auf mich und Allah wird mich für das, was ich tue, zur Rechenschaft ziehen, mit den Regeln, die Allah ta'ala festgelegt hat in dieser Dunya. Und die für einen Muslim natürlich was sind? Für einen Muslim verbindlich sind. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Diese Dinge, die Allah Ta'ala hier offenbart hat, das sind nicht Dinge, die ich befolgen kann, wenn ich Lust habe oder wenn ich keine Lust habe, mache ich etwas anderes. Es gibt leider heutzutage viele, welche sich das auswählen und das herauspicken, was ihnen gefällt. Wenn der Islam und die Scharia in ihrem Vorteil sind, dann sagen sie, nee, ich bin Muslim, ich richte mich danach, was im Koran steht, was in der Sunna steht. Ist es doch hier noch nicht zu ihrem Vorteil? Dann heißt es dann plötzlich, nein, wir sind hier in Deutschland, ich muss mich sozusagen nach dem deutschen Recht richten. Was heißt das? Es ist im Übrigen nicht ein Widerspruch, nochmal ganz wichtig. Es geht hier nicht darum, ja, dass wir hier einen großen Widerspruch sehen. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur um diese Einstellung vieler Muslime, die sie haben, im Umgang mit der Religion. Ich picke mir das heraus, was mir gefällt, und das, was mir nicht gefällt, das ist mir dann eigentlich egal. Oder ich biege es so zurecht, dass es dann irgendwie passt. Was sagt aber Allah Ta'ala im Koran? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ Und weder eine Mu'min noch eine Mu'mina, weder eine muslimischen gläubigen Frau noch einen muslimischen gläubigen Mann, ist es erlaubt, wenn Allah und sein Gesandter etwas entschieden haben, dass sie die Wahl haben. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا oder مُبِينًا مُبِينًا hier an dieser Stelle, es gibt einmal بَعِيدًا, einmal مُبِينًا Und wer Allah und seinem Gesandten zuwiderhandelt, der ist in einen offenkundigen Irrweg oder ist offenkundig in die Irre gegangen, SubhanAllah, ja? Wenn ich einfach immer das tue, worauf ich Lust habe. Und das sehen wir heute in ganz vielen Bereichen bei Muslimen. In ganz, ganz vielen Bereichen. Wenn es beispielsweise um die Frage vom Betrug geht, da siehst du viele Muslime heutzutage, die kein Problem damit haben, ganz offensichtlichen Betrug zu begehen und sich das so zurechtbiegen, dass sie sagen, ja, aber das darf ich. Ich lebe hier in einem Kafirland und dementsprechend darf ich den Staat belügen. Das ist gar kein Problem, ich darf lügen. Und machen Sozialbetrug, ganz offensichtlich nicht irgendwie, weil sie in Not sind oder weil sie es unbedingt brauchen, sondern beginnen ganz offensichtlich mit Sozialbetrug. Und schaden damit im Übrigen nicht nur sich selbst, sondern sie schaden dem Ansehen aller, nicht nur Muslime, sondern aller Migranten. Alle Menschen, die nach Deutschland kommen,
Ja? Die werden dann im Grunde genommen beschuldigt, dass sie Sozialbetrug begehen. Das ist so. Sie kennen diese Diskussion. Jeden Tag gibt es Debatten unter Politikern, weiß ich nicht was, ja, Sozialschmarotzer und weiß ich nicht was. Woher kommt denn so etwas? Es sind nicht nur Muslime, es sind auch viele andere, weil es mit Muslimen zu tun. Aber das Schlimme ist, wenn das Leute versuchen, dann auch noch religiös zu begründen und sagen, es ist kein Problem, weil das sind Kuffar. Das hat mit den anderen zu tun. Du darfst als Muslim nicht betrügen, egal was das ist, egal ob das ein Muslim ist oder ob das ein Nicht-Muslim ist, egal wo, du darfst nicht betrügen. Aber man biegt sich nicht zurecht, subhanallah. Sehr merkwürdig, sehr, sehr merkwürdig, diese Einstellung. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns also auf, es gibt klare Grenzen. Und jetzt, nachdem Allah ta'ala hier in dieser Ehe aufgezeigt hat, wie ein Mann die Scheidung auszusprechen hat, unter welchen Voraussetzungen. Und wir hatten letztes Mal das aufgezeigt gehabt anhand von zwei Arten von Talaq. Könnt ihr euch daran erinnern? Es gibt einmal einen sozusagen richtigen und einen falschen. Wie hießen die nochmal? Das hatten wir letzte Woche erwähnt gehabt. Ja, sehr gut. Talaq al-Sunnah oder Talaq al-Sunni und Talaq al-Bid'ah oder Talaq al-Bid'i. Was ist Talaq al-Bid'i? Also wörtlich übersetzt, der sozusagen die Scheidung, die ja erfunden ist oder nicht sozusagen durch die Scharia festgelegt wurde, also was haram ist. Was ist ein Talaq Bid'i? Wann ist ein Talaq Bid'i? Beispielsweise, wenn man es dreimal in einer Sitzung, nicht nach allen Gelehrten, aber nach den meisten Gelehrten, ja, außer bei den Schäfiiten, ja, wenn man es einmal, dreimal hintereinander in einer Sitzung ausspricht, oder? Wenn die Frau in ihre Tage hat, ihre Menstruation, oder? Nein. Oder? Wenn die Frau im Reinheitszustand ist, aber es einen schon Beischlaf in dieser Zeit gegeben hat. Ja? Das nennt man was? Talaq Bid'i. Warum Bid'i? Weil es nicht dem entspricht, was Allah hier festgelegt hat. Nämlich, dass man, wie wir es gerade gehört haben in der Ayah, eine Frau scheidet auf ihre Wartezeit hin. Also mit anderen Worten, ja, so, dass sie nicht ihre Tage hat und dass man in dieser Zeit, ja, wo sie ihre Reinheitsphase hat, keinen Intimverkehr mit der Ehefrau hatte. Ja? Das ist der richtige Talaq. Und jetzt geht es weiter in der nächsten Ayah. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt jetzt auf, wie ein Mann, der sich von seiner Frau scheiden lassen möchte. Hier geht es worum? Hier geht es um den Mann, der sich von seiner Frau scheiden lassen möchte. Nicht umgekehrt. Das ist ganz wichtig, du musst es verstehen, den Kontext. Wie ein Mann, der sich von seiner Frau scheiden lassen möchte, jetzt handeln sollte. Nachdem er den Talaq ausgesprochen hat. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der zweiten Ayah: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Wenn sie dann ihre Frist erreichen, so behaltet sie in rechtlicher Weise oder trennt euch von ihnen in rechtlicher Weise. Gut. Der Begriff Ma'ruf ist ein sehr, sehr wichtiger Begriff, den wir immer wieder finden an unterschiedlichen Stellen, auch im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Koran sehr, sehr häufig. Und zwar in welchem Kontext? Das Wort Al-Ma'ruf. In welchem Kontext kommt das Wort? Das müsst ihr eigentlich alle kennen. Die meisten von euch werden das kennen. In welchem Kontext wird das Wort Ma'ruf verwendet? Das ist näher, nicht in diesem. Ja, ist auch Ma'ruf, aber es ist nicht, also so verwendet ist der Koran nicht, sondern? Das gute Gebieten. Genau, das gute Gebieten. Amrun bil Ma'ruf. Gut. Was heißt denn das Wort Ma'ruf? Du hast es eigentlich gerade schon ungefähr gesagt. Und zwar kommt das von Arafa. Und was heißt Arafa? Arafa heißt kennen. Ich kenne etwas. Und Ma'ruf ist dementsprechend das, was bekannt ist. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Und zwar gemeint damit ist, das, was als redlich und als gut unter den Menschen bekannt ist. Das, was als redlich und als gut unter den Menschen bekannt ist. Das, was die Menschen als gut ansehen in einer Gesellschaft. Das kann sich unterscheiden von Gesellschaft zu Gesellschaft.
Da gibt es teilweise sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem, was Ma'ruf ist und was nicht Ma'ruf ist. Aber es ist erst einmal in Bezug auf eine bestimmte Gesellschaft, wo der Mensch lebt, etwas, was den Menschen als etwas Gutes bekannt ist. Und die Menschen kennen das. Es gehört zu den Etiketten, es gehört zu den Verhaltensregeln in der Öffentlichkeit. Das ist dann was? Amrun bin Ma'ruf. Ich gebiete das Rechte. Das heißt, wenn beispielsweise in einer Gesellschaft, ja, es gibt Gesellschaften, wo es nicht zum Ma'ruf gehört, beispielsweise in einem Restaurant mit der Hand zu essen. Das ist ein Brauch. Aber das gehört sich nicht in diesem Kontext. Während es in anderen Gesellschaften etwas ganz Natürliches ist, etwas ganz Normales ist. In manchen Gesellschaften ist es ganz normal, dass man rülpst. Ja, es ist wirklich, ja, es gibt Gesellschaften, wo das wirklich normal ist. Ja, gehört vielleicht sogar zu den guten Tischmanieren. Ja, das ist dann dieser Urf, ja, dass man einfach damit zum Ausdruck bringt, oh, das hat gut geschmeckt. Ja, während in, jetzt zumindest in unserem hier Breitengarten, wo wir leben, das Alp ist, das macht man einfach nicht, das gehört sich nicht. Ja, dass man rülpst in der Öffentlichkeit, das darf man nicht machen. Ja, und so weiter und so fort. Und der Ma'ruf ist das, was die Menschen als etwas Gutes ansehen. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala hier jetzt sagt, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Wenn sie dann ihre Frist erreichen, welche Frist ist denn hier gemeint? Welche Frist ist hier gemeint? Das Ende ihrer Iddezeit. Und wir hatten ja letztes Mal gesagt gehabt, dass es Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten gibt, wie diese Iddezeit, diese Wartezeit zu berechnen ist. Und zwar einige, wie Schäfi'iten beispielsweise sagen, es geht hier nach den Athar, nach den Reinheitsphasen. Wiederum andere sagen nein, wie die Ahnaf, es geht hier um die Haidat, also die Blutungen, die Menstruationen. Ja? Da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Aber am Ende kommen ungefähr 3 Monate raus. Ungefähr circa, ja, kommen dabei 3 Monate raus. Also, kurz bevor jetzt diese Frist endet, sagt Allah subhanahu wa ta'ala jetzt Folgendes und er spricht jetzt zu den Männern und er appelliert an ihr Gewissen und er zeigt ihnen auf, wie ich mich jetzt als Muslim richtig zu verhalten habe. Wenn sie jetzt kurz davor sind, ihre Wartezeit abzuschließen, habt ihr 2 Möglichkeiten. Entweder ihr haltet sie im Guten, weil sie ist ja noch nicht geschieden. Sie ist noch nicht vollständig geschieden. Sie ist erst geschieden mit dem Abschluss der Wartezeit nach den ersten beiden Scheidungen. Nach den ersten beiden Scheidungen ist sie erst komplett geschieden nach dem Ablauf der Wartezeit. Wenn die Wartezeit dann vorüber ist, was ist dann? Dann ist sie komplett geschieden, wie wir es letztes Mal gesagt hatten. Wie nennt man das? Wir hatten, glaube ich, auch erwähnt gehabt, den Begriff, den man dafür verwendet. Es gibt einen Fiqh-Begriff, den man dafür verwendet. Hä? Nee, das ist, sie ist mutallaqa, talaq baynuna sughra. Was heißt das? Sie ist sozusagen komplett geschieden jetzt, nach dem Ablauf der Wartefrist, aber sughra, also das ist die kleine Scheidung. Warum? Weil sie kann wieder zu ihrem Mann zurück mit einem neuen Ehevertrag und mit einer neuen Brautgabe. Tamam? Nach dem dritten Mal heißt es dann, Talaq Bainuna Kubara. Es ist sozusagen komplett jetzt aufgelöst, im Großen. Und sie könnte erst wieder zu ihrem Ehemann zurück, wenn sie jemanden anderes geheiratet hat und sich nochmal von ihm geschieden hat und dann wieder die Wartezeit abwartet und danach dann wieder mit ihm heiratet. Ja, damit das klar ist. Während der Wartezeit hat aber der Mann, weil er ja jetzt den Talaq ausgesprochen hat, die Möglichkeit, seine Frau zurückzunehmen. Und Allah sagt, wenn sie jetzt also ihre Frist erreichen, so behaltet sie in rechtlicher Weise. Wie behält man sie in rechtlicher Weise? Wie geht das? Die Gelehrten haben unterschiedliche Meinungen diesbezüglich. Grundsätzlich aber, worüber man sich einig ist, ist, dass man das mit Worten machen kann. Dass man sagt, ich habe dich zurückgenommen. Manche Gelehrte sagen auch mit Taten. Wie beispielsweise, dass er ihren intimen Bereich sieht. Oder dass er mit seiner Frau intim wird. Sobald das geschehen ist, ist sie wieder seine Ehefrau. Ist sie wieder seine Ehefrau, aber er hat sie dann bereits einmal geschieden. Er hat sie dann bereits einmal geschieden. Und Allah Ta'ala, er sagt, wenn ihr sie haltet, dann macht das in redlicher Weise, in guter Weise. Nicht um ihr zu schaden,
Ganz wichtig. Nicht um ihr zu schaden. Manche machen das, und das war damals in der vorislamischen Zeit gewesen, das hatten wir ja auch letztes Mal erwähnt gehabt, sie haben sich immer wieder geschieden und mit ihrer Frau gespielt. Und sie denkt jetzt, okay, jetzt bin ich frei, und dann kurz bevor die Wartezeit abläuft, nehmen sie wieder zurück. Und das immer wieder, bis zu 100 Mal. Sodass sie gar nicht mehr von ihrem Mann loskommt und gleichzeitig auch niemanden anderen heiraten kann. Und Allah sagt, wenn du sie zurücknimmst, dann mach das nicht mit der Absicht, um ihr zu schaden, sondern tu das, weil du wirklich wieder zu deiner Frau zurück willst. Und weil du willst, dass sie wieder deine Ehefrau wird. Und wenn du aber gleichzeitig es nicht möchtest, dann sagt Allah Ta'ala, أُفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, oder trennt euch von ihnen in rechtlicher Weise. In guter Weise. Ma'ruf. Und Allah Ta'ala, er sagt in Surat Al-Baqarah, أَطَّلَاقُ مَرَّتَان. أَطَّلَاقُ مَرَّتَان. Zweimal Talaq. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, entweder haltet ihr sie im guten Fest, أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. Oder ihr lasst sie mit Güte gehen. Ja, Salam, schaut mal, wie schön der Koran uns aufzeigt, wie wir als Männer uns gegenüber unseren Frauen zu halten haben. Wenn die Männer sich immer daran halten würden, subhanallah, hätten dann die Menschen eine negative Sicht auf den Islam und würden dann behaupten, der Islam wäre Frauen unterdrückend etc. Es ist leider so, dass viele das aber ausnutzen und sich nicht an diese moralischen Regeln halten. Und das immer nur tun, um sich an dem anderen zu rächen, um ihr eins auszuwischen. Und wenn sie dann ihre Frau scheiden, dann versuchen sie dabei, ihre Frau zu schaden und ihr das Leben schwer zu machen. Aber wie wir letztes Mal gesagt hatten, das gilt für beide Seiten. Nur hier spricht Allah subhanahu wa ta'ala wen an und appelliert an wen? An den Mann. Weil das natürlich hier auch in seiner Verantwortung liegt. Und er auch diese Möglichkeit bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala, direkt die Scheidung auszusprechen. Die Möglichkeit, die Frau nicht hat, sondern sie macht das dann über den Khul oder über einen Richter. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala uns aufgezeigt hat, wie man sich als Muslim richtig zu verhalten hat gegenüber seiner Ehefrau, von der man sich geschieden hat, kommt ein wichtiger anderer Aspekt hinzu. Und zwar sagt Allah ta'ala, وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. Ja, Salam. Und nehmt zwei gerechte Personen von euch zu Zeugen und legt das Zeugnis in Aufrichtigkeit um Allahs Willen ab. Allah Ta'ala, er verlangt, dass bei der Scheidung zwei Zeugen anwesend sind. Und zwar nicht irgendwelche Zeugen, sondern Zeugen, denen man vertrauen kann. Zeugen, die redlich sind. Zeugen, die vertrauenswürdig sind. Und die ehrlich sind. Die Frage, die sich hier stellt, an dieser Stelle ist, sind diese Zeugen eine Pflicht oder Voraussetzung für die Gültigkeit der Scheidung oder nicht? Die sunnitischen Gelehrten sind sich darüber einig, dass diese Zeugen keine Voraussetzung sind für die Gültigkeit der Scheidung. Das heißt, wenn ein Mann ohne Zeugen den Talaq ausspricht, dann ist dieser Talaq gültig. Unabhängig davon, ob Zeugen anwesend gewesen waren oder nicht. Die andere Frage, die sich stellt, ist es eine Pflicht oder lediglich eine Empfehlung? Die Mehrheit der Rechtschulen sagt, es ist lediglich eine Empfehlung, keine Pflicht. Wie kommen Sie darauf, obwohl auch Allah Ta'ala hier im Imperativ von uns verlangt, dass wir zwei Zeugen haben sollen? Sie stützen sich hier auf einige Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und auf die gängige Praxis zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass sie das nicht als eine Pflicht angesehen haben und somit zu dem Entschluss gekommen sind, dass es sich hierbei um eine starke Empfehlung handelt, aber nicht um eine Pflicht und auch nicht um eine Voraussetzung. Es gibt einige Gelehrte, die gesagt haben, es ist eine Pflicht. Bei den Schiiten ist beispielsweise das Zeugnis bei der Talaq eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Talaqs. Das heißt mit anderen Worten, wenn nicht zwei Zeugen anwesend sind, ist der Talaq automatisch auch nicht gültig. Und nach einigen sunnitischen Gelehrten ist es auch eine Pflicht. Und manche Gelehrte heutzutage, sie beziehen sich darauf, auch sunnitische Gelehrte, auch Imame, und sie sagen, um dann manchmal in bestimmten verzwickten Fällen, wo der Mann dann den Talaq ausgesprochen hat zum dritten Mal und das bereut und die Frau auch unbedingt zu ihm zurück möchte, dass sie dann sagen, okay, wir schützen uns dann auch auf diese Ausnahmemeinungen und sagen, dass dieser Talaq nicht gültig war, sodass diese Ehe weiterhin bestehen kann.
Ja, dass wir einfach verstehen auch sozusagen, wie die Worte Allah subhanahu wa ta'ala hier an dieser Stelle unterschiedlich interpretiert werden können. Und dann, وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, und legt das Zeugnis in Aufrichtigkeit um Allahs Willen ab. Allah ta'ala, er spricht jetzt die Zeugen an, wenn es zu einem Streit und einem Konflikt kommen sollte zwischen den beiden Parteien. Das kann leicht passieren, sehr, sehr leicht passieren. Gerade wenn man in einem Entscheidungsprozess ist, kann das sehr leicht passieren. Dann sollen diese Zeugen in jedem Fall ihr Zeugnis ablegen. Egal mit welchem Aufwand das verbunden ist. Und deswegen sagt Allah ta'ala direkt danach zu den Zeugen: ذَلِكُمْ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Damit wird ermahnt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Warum erwähnt das Allah ta'ala extra? Er erwähnt das extra, damit die Zeugen nicht sagen, ach, ich habe jetzt keine Lust, es ist mir zu viel, ich will jetzt nicht irgendwie auch noch diesen Konflikt weiter, keine Ahnung, mich auf eine Seite stellen und ich habe Angst, dann ein Zeugnis abzulegen, sodass die eine Partei dann sauer auf mich ist. Nein, Allah sagt, du musst das machen. Es geht hier nicht um was, es geht hier um Gerechtigkeit. Yes, der Islam, er verlangt von uns immer, dass wir gerecht sind und dass wir uns für die Gerechtigkeit einsetzen und dass wir Zeugnis ablegen. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. Selbst wenn es gegenüber euch selbst sein sollte oder euren Eltern sein sollte oder den Verwandten. Puh, Muslim zu sein ist nicht immer einfach, oder? Aber es ist schön zu haben. Muslim zu sein heißt, Verantwortung zu übernehmen für die Gesellschaft und sich immer, egal was ist, für die Gerechtigkeit einzusetzen. Stellt euch mal vor, wir würden als Umme so handeln, so wie es Allah von uns möchte. Wallahi, dann würde sich unsere Lage schlagartig ändern. Schlagartig. Und unser Problem ist, dass wir uns leider, Gottes, nicht alle, Alhamdulillah, es gibt immer gute Ausnahmen, positive Ausnahmen, aber man muss sagen, die allgemeine Lage der Umme ist leider so, dass viele sich nicht an diese Dinge halten, die Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen verlangt hat. Allah, was sagt er im Koran? Kuntum khayra umma. Seid die beste Gemeinschaft, welche für die Menschen hervorgebracht wurde. Ta'muruna bil ma'ruf, ihr gebietet das Gute. Wa tanhauna 'anil munkar, und ihr verwehrt das Schlechte. Wa tu'minuna billah, und ihr glaubt an Allah. Was für Eigenschaften. Wie würde sich unsere Situation verändern, wenn wir dies als Umma ganzheitlich praktizieren würden? Schlagartig. Aber leider sind wir zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr weit davon entfernt. Können wir das ändern? Ja, können wir. Wie können wir das ändern? Indem jeder seinen Beitrag leistet. Indem jeder versucht, mit gutem Beispiel voranzugehen. Mach niemals den Fehler, dass du sagst, das machen doch so und so alle falsch, deswegen kann ich es auch falsch machen. Nein. Sei immer derjenige, der sagt, es machen vielleicht viele falsch, aber ich bin derjenige, der es richtig macht. Weil wenn es alle falsch machen, dann geht die Wahrheit verloren. Alhamdulillah, dass Allah diese Umme bewahrt hat vor dem sozusagen davor, dass sie in die Irre geht komplett, weil es immer eine kleine Gruppe gibt von Menschen geben wird, von Menschen, die an der Wahrheit festhalten werden, egal was die anderen machen. Sei du derjenige, der mit gutem Beispiel vorangeht. In der Zeit von Ahmed ibn Hanbal, da haben sogar die Gelehrten, die Mehrheit der Gelehrten nachgegeben, als es um die Frage der Schöpfung des Korans ging. Ist der Koran erschaffen oder ist er nicht erschaffen? Diese Streitfrage zwischen den Sunniten und den Mu'taziliten. In der Zeit von Al-Ma'mun, dem Kalifen, dem abbasidischen Kalifen Al-Ma'mun. Und viele haben gesagt, du kannst doch, oh Imam, einfach, um dich selbst zu schützen, das sagen, was sie von dir verlangen. Weil er wurde gefoltert, er wurde ins Gefängnis gesteckt, er wurde mit dem Tod bedroht, er wurde schon fast hingerichtet, all das. Und er sagte, wenn ich jetzt die Wahrheit nicht ausspreche, dann wird sie für immer verloren gehen. Ich habe keine Ruchse, ich habe keine Erleichterung, dass ich das machen kann. Ich muss die Wahrheit sprechen. Und wir sollten diejenigen sein, die, auch wenn vielleicht viele Menschen um uns herum es falsch machen, es dann trotzdem richtig machen. Und dann kommt ein sehr, sehr wichtiger Zusatz am Ende dieser Ayah und in der darauffolgenden Ayah. Und zwar sagt Allah Ta'ala, und das gilt jetzt für alle Personengruppen, die vorher erwähnt wurden, sowohl für den Mann als auch für die Frau als auch für die Zeugen. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Diese Ayah, meine lieben Geschwister, die sollte jeder auswendig können. Diesen Teil der Ayah. Ihr müsst nicht die gesamte Sure können.
Aber diese Ayah, diesen sozusagen Abschluss der Ayah, den sollte jeder Muslim auswendig können. Und noch viel wichtiger als auswendig können, den sollte man sich immer vor Augen halten. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Und wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg. Ja, Salam. Das ist eine der gewaltigsten Ayat, die wir überhaupt im Koran finden. Und deswegen wird er auch überliefert, dass einige gesagt haben, die Ayat, in der Allah Ta'ala den größten Ausweg auszeigt, ist genau diese Ayah. Es wird überliefert von Abdullah ibn Mas'ud, dass er gesagt hat, in ajma'a ayatin fil Qur'an, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Die umfassendste Ayah im Qur'an ist die Ayah, Allah gebietet Gerechtigkeit und Güte. Bis zum Ende der Ayah. Wa inna akbara ayatin fil Qur'an faraja. Und die Ayah im Qur'an, in der größte Ausweg liegt, ist diese Ayah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Und wer Allah fürchtet, dem wird er einen Ausweg geben. Es wird überliefert von Imam Ahmad ibn Hanbal, von Abu Dharr, radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Ayah rezitiert hat und daraufhin gesagt hat, يَا أَبَا ذَرْ لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَذُوا بِهَا كَفَتْهُمْ. Würden die Menschen diese Ayah praktizieren, würde sie ihnen ausreichen. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Und wer Allah fürchtet, dem wird er einen Ausweg geben. Es gibt viele Menschen, die denken, der Ausweg liegt darin, dass ich das Gebot Allahs überschreite, eine Grenze überschreite, dass ich mich nicht an das halte, was Allah von mir verlangt hat, weil sie nämlich sehr, sehr kurzsichtig sind. Sie sehen nur in diesem Moment, darin liegt ein Ausweg. Und dementsprechend sagen sie, ich muss sofort etwas tun, was haram ist. Ich muss sofort einen Kredit aufnehmen, ohne zu überlegen, ob es Alternativen gibt, ohne vielleicht ein bisschen Sabr zu haben. Nein, das allererste, was ich mache, ich will mir jetzt unbedingt dieses neue Gerät kaufen, obwohl ich es vielleicht gar nicht brauche in diesem Moment. Und deswegen, mein einziger Ausweg ist was? Einen Kredit aufzunehmen, ohne darüber nachzudenken. Das ist für mich jetzt notwendig. Also übergehe ich die Grenze Allahs und nehme einen Kredit auf, der verzinst ist, was eindeutig haram ist. Oder wenn es um eine Lüge geht. Sie denken nicht darüber nach, ich versuche einfach mal jetzt ehrlich zu sein und schaue auf die langfristige Lösung. Nein, sie versuchen eine kurzfristige Lösung zu finden, indem sie was tun, indem sie eine Lüge essen. Weil sie darin jetzt ihren schnellen Ausweg sehen, aber vergessen, dass der eigentliche Ausweg worin liegt? In der Ehrlichkeit. Und so weiter und so fort. Allah sagt dir ganz im Gegenteil. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Und wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg. Und nicht nur das. Es geht weiter in der nächsten Ayah. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Und gewährt ihm Versorgung, von wo aus er damit nicht rechnet. Und das ist das Schöne. Allah Ta'ala hat unendlich viele Wege für den Menschen, die er ihm öffnen kann. Nur der Mensch, er sieht sie nicht. Das Problem ist, viele Menschen sehen dann nur in diesem Moment diesen einen Weg. Das ist der einzige Weg. Und vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir so viele eröffnen kann, wie er möchte. Und es immer einen Ausweg gibt. Auch wenn ich ihn in diesem Moment nicht erkennen kann. Aber jetzt kommt was? Das Vertrauen in Allah. Und deswegen sagt Allah direkt darauf hin, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Und wer sich auf Allah verlässt, dem ist er seine Genüge. Du brauchst niemanden anderen, wenn du dich auf Allah verlässt. Schaut mal, wie die Dinge zusammenhängen. Ich kann als Muslim diese Ayah nur dann verinnerlichen, wenn ich wirklich auf Allah vertraue. Wenn ich weiß, Allah ist der beste Anwalt. Wenn ich zu einem Anwalt gehe, wenn ich ein Problem habe, ein juristisches Problem, dann suche ich mir einen guten Anwalt. Und dann vertraue ich diesem Anwalt meine Angelegenheit an und sage ihm, erledige es für mich. Und ich weiß ganz genau, er macht das wahrscheinlich besser, als ich das machen kann. Und es geht was? Es geht um meine persönliche Angelegenheit. Es kann sogar sein, dass ich vielleicht bestraft werde, etc. Aber ich vertraue ihm das an. Wenn ich zu einem Arzt gehe, vertraue ich ihm meine Gesundheit an. Wie ist es denn erst mit Allah subhanahu wa ta'ala? Wenn ich ihm meine Dinge anvertraue, da brauche ich mir gar keine Sorgen zu machen, weil ich nämlich ganz genau weiß, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird für mich immer das Beste auswählen.
auch wenn ich es nicht auf Anhieb erkenne. Und dann kommt der Ausweg, den Allah subhanahu wa ta'ala für mich vorgesehen hat. Aber, was ganz wichtig ist, Tawakkul, Vertrauen in Allah, erfordert immer was? Erfordert immer, dass ich als Muslim vorher alles tue, was Allah ta'ala mir an Mitteln gegeben hat. Viele verstehen den Tawakkul falsch. Wie die Männer, die nach einem Gebet in der Moschee gesessen haben und Umar ibn Khattab radiallahu anhum zu ihnen kam und sie fragte, was macht ihr hier in der Moschee? Und sie sagten, wir sind hier und vertrauen auf Allah. Woraufhin dann Umar ibn Khattab zu ihnen sprach, habt ihr jemals erlebt, dass vom Himmel Gold oder Regen heruntergefallen ist? Gold oder Silber heruntergefallen ist? Ihr vertraut nicht auf Allah, sondern ihr tut nur so, als würdet ihr auf Allah vertrauen. Steht auf und geht arbeiten und dann vertraut auf Allah. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der zu einem Mann sprach, der zu ihm kam und sagte, ja Rasulallah, ja, ich habe mein Kamel nicht angebunden und es ist weggelaufen, obwohl ich auf Allah vertraut habe, dass es nicht wegrennen wird. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, binde es an und dann vertraue auf Allah. Binde es an und dann vertraue auf Allah. Und wer das tut, seid euch sicher, habt keinen Zweifel daran, dem wird Allah ta'ala immer einen Ausweg geben und dem wird Allah ta'ala immer versorgen. Auch dann, wenn er glaubt, es gibt überhaupt keine Möglichkeit mehr zur Versorgung. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt dann daraufhin, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Und wer auf Allah vertraut und wer sich auf Allah verlässt, dem ist er seine Genüge, dem wird er ausreichen. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Allah wird gewiss die Durchführung seiner Angelegenheit erreichen. Wenn Allah ta'ala etwas entschieden hat, dann sagt er, كُنْ فَيَكُونْ. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا يَقُلْ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ. Seine Angelegenheit ist, wenn er etwas will, dass er sagt, sei, und so ist es. كُنْ فَيَكُونْ. Und es ist dann so, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا. Allah legt ja für alles ein Maß fest. Für jede Angelegenheit. Interessant, dass diese Ayat in Surah At-Talaq kommt. Diese gewaltigen Ayat. Meinst du, das müssten noch Ayat sein, die eher so, weiß ich nicht, in den kleinen Suren sind, in den mekkanischen Suren, wo die Muslime noch am Anfang gewesen sind. Nein, Allah Ta'ala, er hat diese gewaltigen Ayat in welche Sura gelegt? In Surah At-Talaq. Warum? Aus welchem Grund? Weil viele Menschen denken, gerade wenn es um einen Konflikt geht, mein einziger Ausweg liegt worin? Dass ich dem anderen jetzt eins auswische. Meine einzige Möglichkeit, um jetzt in irgendeiner Weise an mein Recht aus meiner Sicht zu gelangen, ist, dass ich dem anderen jetzt Schaden zufüge. Und sie vergessen, dass nein, es genau im Gegenteil ist. Wenn ich an mein Recht gelangen möchte, dann sollte ich gerade deshalb die Gebote Allahs befolgen und gerade deshalb die Grenzen Allahs einhalten und gerade deshalb Gottesfurcht haben, weil mir dann nämlich Allah subhanahu wa ta'ala eine Tür öffnen wird. Und dieses Vertrauen brauche ich als Muslim, gerade in solchen Konfliktsituationen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dieses Verständnis geben und darin gehen festigen. Amin ya Rabbil Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.